Darf ich deinen Kopf bewegen? Ja. Nicht gut? Ja. Gar nicht gut. Oh nein, mein Fuß ist unter dem Motorrad. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin gerade am ÖMTC Fahrsicherheitstraining, also Mehrphasenausbildung. Und ich habe mir gedacht, ich nehme euch natürlich mit. Und wir werden heute mal ein paar Grundübungen machen. Und ja, ich habe eigentlich keine Ahnung, was mich erwartet. Ich weiß, dass wir bremsen werden und halt so Slalom fahren, das Motorrad einfach ein bisschen kennenlernen. Und mal schauen. Cornelia! Ja? Conny, wenn du da vorfährst, bist du die ganze Zeit in einer Kurvenbewegung. Lass den Kopf nicht die ganze Zeit mit reinfallen, okay, sondern versuch den Kopf gerade, okay, horizontal zu halten. Mhm. Das habe ich vorher gemacht. Nimm dein Schild als künstlichen Horizont. Okay. Wenn du jetzt so vorsiehst, ist das Schild vorne gerade. Ja. Darf ich deinen Kopf bewegen? Ja. Nicht gut? Ja. Gar nicht gut. Die grünen Punkte dazwischen gesehen? Da? Hilfestellung. Wo sind die grünen Punkte? Am Anfang. Tuff. Das ist nicht so einfach, die kleinen Hütchen da, dass man die nicht niederfährt. In meiner Fahrschule habe ich mal so alle niedergefahren fast. Ich glaube bis auf eins. Ach Gott, Leute, es ist so heiß hier, ich sag's euch. Ihr sagt immer nicht Kupplung ziehen, aber wenn es so ruckelt und dann haut es mich deswegen auf die Goschen. Dann warte, was? Soll ich da jetzt auch mit? Nee, ich glaube nicht. Das war gerade der Instructor, der da reingefahren ist. Aber ich glaube, das sind die beiden, die sich die Motorräder ausgepackt haben. Die machen wahrscheinlich noch so ein Kennenlernen-Warm-up. Oder nein, das ist er ja. Oder? Ist das... Hä? Nein, das ist unserer. Ich kenne mich schon gar nicht mehr aus. Ich wäre jetzt fast den falschen nachgefahren. Ich mache so den falschen Kurs versehentlich. Oh Mann, das wäre gar nicht so untypisch. Das könnte mir wirklich passieren. Also jetzt fahren wir so und dann so. Ich fahre die Spange aus in die Rechtskurve. Schaut auf eurer Linie, ich stehe wieder innen, wer zu knapp zu mir kommt. Ich bin der Bus. Okay. Auf geht's.
Also jetzt da raus, oder? Also nein, wieder. Durch wieder. Die Spange, außen rum und hinten anstehen. Okay. Mein Fuß ist unter dem Motorrad. Oh Mann, gerade vorher habe ich noch. Oh, danke. Ah, nein, das ist nicht meins. Gerade vorher habe ich noch drüber geredet und dann ist es passiert. Überlauf. Oh oh. Überlauf. Was heißt, was? Überlauf. Ist so tragisch. Okay, aber ist eh nichts kaputt. Na. Okay. Aufpassen, jetzt bevor starten wir nicht. Geht's? Ja, ich glaube. Oh Scheiße, da ist ein bisschen. Nein, jetzt ist er auch verbogen. Ja, egal. Ja, das war schon so. Ach so, so locker war es nicht, aber. Oh Scheiße. Verbogen ist er auch. Nein. Oh Gott. Zahlt das die Versicherung? Probieren kannst du es, wenn du willst. Super, wieder mal umgefallen. Das Wichtigste, aufsteigen, weit davon. Ja, eh das sowieso. Ich bin eh schon oft umgefallen. Ich bin schon gewohnt. Aber die Kamera ist ein bisschen schief, so. Hä? Ja, dann habe ich vorhin Abtritt gehabt. Ich muss nochmal aufstehen. Ja, wieso geht das nicht mehr? Kaputt ziehen. Achso, weil der erste Gang ist. Ah, okay. Ah ja. Oh Mann. Okay. Und gleichst die Bewegung nur aus. Bisschen nach vorne mit den Schultern. Du hast da ziemlich viel Spaß. Bisschen rauf. Also rauf. Bisschen rauf. Halt. Okay. Du bist stabil. Und jetzt gleichst du nur die Bewegung aus. Sie wird schnell gehen. Ja? Da bist du gestreckt, da gehst du jetzt am Winkel ein. Okay. Du bist umgekehrt. Warum machst du das da nicht? Du bleibst gestreckt in Rolle 2. Okay. Das ist die Bewegung. Können tust du die Bewegung? Ja. Machst sie auch hier und vergisst die Kopfbewegung nicht vorne. Okay. Dass du ihn immer wieder reindrehst, somit hältst du deinen Blick offen. Okay. Das ist echt schwer. Ui. Oh ja, ja, ja. Ah ja, das ist nicht ausgegangen. Wieder
echt nicht so einfach, aber es stimmt wirklich, wenn man die Kurve spät anfährt, ist es einfacher. Aber das ABS hat eingesetzt. Zum Schluss? Ja. Dann war es einen Tick zu fest. Aber du weißt jetzt, wo die Grenze ist. Aber das hat beim letzten Mal auch schon eingesetzt. Hinten ist es normal. Ah, hinten nicht, nur vorne. Ja, aus. Dynamische Gewichtsverteilung. Gewicht geht nach vorne, hinten hebst du leicht aus. Da kann das. Bin ich jetzt ausgehoben? Minimal. Wirklich? Na klar, weil du gut bremst hast. Das habe ich nicht gemerkt. Das ist gut so. Okay. Aber vorne hat es ABS, aber das war beim letzten Mal auch schon, dass es eingesetzt hat vorne. Probier das zum Schluss ein bisschen weniger. Du kannst ins ABS reinfahren. Okay. Aber da ist es uns lieber, wenn wir im Schock ins ABS reinfahren. Ja, ja, klar. Und nicht bei jeder Bremse. Ja. Probier das. Okay. Aber es war schon gut. Okay. Oha, er hat gerade gesagt, dass ich hinten. Ich habe einen Stoppie gemacht. Aber irgendwie hat sich das nicht. Ich weiß nicht. Es hat sich nicht so angefühlt. Aber das ABS hat nicht ausgelöst. Das ABS hat nicht. Ja. Du merkst aber, dass sich vom Bremsweg jetzt nicht viel verändert hat. Ja, stimmt. Das ist jetzt maximal ein halber Meter gewesen, oder? Ja. Na bitte? Das ist jetzt gar nicht so schlecht, hätte ich gesagt. Letzte Runde vom Fahrsicherheitstraining. Ich verabschiede mich schon mal, weil ich weiß nicht, ob der Akku dann noch so lange halten wird. Auf jeden Fall, das war's mit dem Video. Hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht, das Fahrsicherheitstraining. Ich empfehle es wirklich jedem. Also ich meine, ihr müsst es sowieso machen. Aber nein, wirklich, also habt keine Angst. Ich habe ein bisschen Angst gehabt davor, aber es ist wirklich, es macht Spaß, ihr lernt was dabei und es ist wirklich wichtig für die Sicherheit. Und man lernt einfach mal das Motorradfahren aus einer anderen Perspektive kennen, würde ich sagen. Das war's mit dem Video. Oder vielleicht solltet ihr es eh nochmal schauen. Auf jeden Fall cool, dass ihr vorbeigeschaut habt und bis zum nächsten Mal. Tschüss!